Hallo ihr wunderschönen Menschen auf diesem farbenfrohen Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist auch Julia von Julia Spiritual Living und ich freue mich riesig. Vielen Dank, liebe Julia, dass ich auf diesem wunderschönen, farbenfrohen, super starken Kanal mitwirken darf. Vielen, vielen Dank. Und vor allem mit einem ganz, ganz wichtigen Thema, nämlich mein Beitrag heute für euch ist Selbstliebe. Und ich möchte euch ganz kurz erklären, was Selbstliebe für mich bedeutet und was es auch nicht bedeutet und wie ihr mit drei wichtigen Bausteinen wirklich tiefe Selbstliebe entwickeln könnt. Und ich möchte euch auch noch ganz kurz danach erzählen, was Selbstliebe wirklich für mich im Alltag bedeutet, wie ich versuche, Selbstliebe in mein Leben zu integrieren, damit ihr einfach wirklich praktisch mal seht, wie ich das meine und wie man das echt umsetzen kann. Lasst uns gleich loslegen. Was Selbstliebe für mich bedeutet, ist eigentlich ganz, ganz simpel, dass wir lernen, uns wirklich anzunehmen, so wie wir sind, äußerlich wie innerlich, unseren Körper, unser Aussehen, sowie unsere Persönlichkeit, unsere Eigenarten, unsere Macken, unsere Eigenheiten, alles an uns, außen und innen. Und dass wir es nicht nur annehmen und sagen, okay, es ist halt so, sondern dass wir es feiern lernen, dass wir wirklich anfangen, uns selbst lieben zu lernen. Und das ist unheimlich schwierig, weil wir viele Rückschläge in unserem Leben erlitten haben, jeder von uns, und oft gehört haben, dass wir vielleicht nicht gut genug sind oder was auch immer, und es auch oft leider uns selbst oft einreden im Kopf. Aber wenn du es schaffst, dass deine Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass Selbstliebe einfach unheimlich wichtig ist, und diesen Entschluss fasst, Selbstliebe für dich zu entwickeln, dann ist es das allergrößte Geschenk, was du dir machen kannst. Ja, weil Selbstliebe ist eine Voraussetzung von allem. Und wenn du, je mehr Selbstliebe du in deinem Leben entwickelst, und das wirst du merken, wenn du es machst, ja, je mehr Selbstliebe du in deinem Leben entwickelst, desto mehr wird alles andere wirklich fließen, desto mehr wird alles andere auch funktionieren, sage ich jetzt einfach mal. Ja? Ja, desto mehr wirst du auch Liebe in dein Leben ziehen, Partner in dein Leben ziehen, Freude in dein Leben ziehen, Erfolg in dein Leben ziehen. Wirklich, je mehr du dich selbst akzeptieren und lieben lernst. Und was ich nicht mit Selbstliebe meine, ist einen überzogenen Egoismus, immer nur an sich zu denken und immer nur auch manchmal an sich zuerst zu denken. Manchmal ist es vielleicht auch nicht so passend, auch an erster Stelle an sich zu denken. Und völlig überzogen immer nur zu sagen, ich mache jetzt das und ich tue jetzt dies. Darum geht es gar nicht. Ja? Es geht natürlich darum, sich zu verwirklichen, natürlich darum, auf sich zu hören, auf das, was möchte ich wirklich in mir. Aber eben nicht im Außen, also nicht, ich will jetzt dies, ich will jetzt das, sondern eben, was brauche ich in mir wirklich, um mich gut zu fühlen? Ja? Und da sind wir auch schon bei dem ersten großen Baustein. Nämlich, Selbstliebe bedeutet, dass du lernst, dich wirklich zu unterstützen. Und wie kannst du dich wirklich zu unterstützen? Indem du dich gut fühlst. Und wie kannst du dich gut fühlen? Indem deine Gedanken dir selbst gegenüber liebevoll sind. Schau wirklich mal den ganzen Tag, was du so denkst. Und es ist wirklich grauenhaft, wenn man mal einen Tag lang guckt oder aufschreibt, was man so denkt. Man hat so viele Gedanken wie, oh Mann, bin ich blöd. Oh Mist, das habe ich wieder nicht geschafft. Oh, das und das habe ich nicht geklappt, hat nicht geklappt. Scheiße, das hast du auch nicht. Oh, ups. Adult Language. Spoiler Alert. Okay. Also wirklich halt, wirklich zu gucken, was denke ich den ganzen Tag? Ja, was dient mir das? Sind es liebevolle Gedanken, die mich unterstützen, die mir helfen, ein Mensch zu sein, der sich selber unterstützt, ja? Und wirklich, wenn du morgens in den Spiegel guckst, völlig zerknautscht nach einer durchzechten Nacht, in den Spiegel zu schauen, zu sagen, ich bin wunderschön, so wie ich bin. Und ich nehme mich an und ich liebe mich, so wie ich bin. Ja? Genauso, wenn du irgendwie einen Pickel hast oder fettige Haare, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, ich bin wunderschön, so wie ich bin. Oder wenn du irgendwie einen Fehler gemacht hast, irgendwas schiefgelaufen ist und du weißt es auch, du siehst es auch ein und fühlst dich dann vielleicht ein bisschen blöd, dann zu sagen, alles ist gut, ich habe einen Fehler gemacht und das passiert und ich darf daraus lernen, ich gestehe es mir auch ein, ich kann mich auch entschuldigen, aber ich bin gut und ich bin richtig, so wie ich bin. Deswegen bin ich nicht falsch, ich bin richtig und gut, so wie ich bin. Und ich darf mich selber lieben. Ja? Und wirklich diese Gedanken, wirklich ganz bewusst wahrzunehmen, wenn du sie hast, also negative Gedanken sonst, und sie zu ändern oder diese positiven wahrzunehmen und dann wirklich zu spüren, was das für ein gutes Gefühl in dir macht. Und da wirklich achtsam zu sein. Und wenn du den Entschluss noch nicht bewusst gefasst hast, tu es jetzt. Lade jetzt mehr Selbstliebe in dein Leben ein. Schrei es in die Welt und fass den Entschluss. Sag es laut, schreib es auf. Ich möchte mich selbst lieben lernen.
Ich möchte selbst der Mensch sein, der mich in diesem Leben am meisten unterstützt. Weil ich verbringe die meiste Zeit mit mir, also kann ich auch der Mensch sein, der mich am meisten unterstützt. Und das ist jetzt der zweite Baustein. Ja? Der erste ist wirklich, dass du deine Gedanken mal wirklich Revue passierst den ganzen Tag, was da alles so denkt in deinem Kopf. Ja? Das bist ja nicht du bewusst aktiv, das passiert ja sozusagen einfach. Und lass es bewusst werden, lass es aktiv werden, damit es für dich ist, damit es dich unterstützt, damit es dir hilft, in Liebe zu sein, dich gut zu fühlen mit dir. Und der zweite Baustein ist, anzunehmen, wenn es nicht funktioniert und anzunehmen, wo du gerade bist. Ja, da passt dieser Spruch, den alle von uns wahrscheinlich kennen, der Weg ist das Ziel, passt perfekt. Denn es bringt dir nichts, wenn du erst in 3 Jahren glücklich bist oder erst in 3 Jahren dich annimmst, wie du bist. Und auch wenn es ein Weg ist, sich wirklich zu lieben, das ist eine Sache, ja, wirklich da anzukommen, wo ich sage, ich liebe mich. Und das ist okay, dass das dauert. Jede große Sache ist ein Projekt, ihr wisst es, wenn ihr irgendwas Krasses vorhabt, wenn ihr Gitarre lernen wollt oder sonst was, Fahrrad fahren, das passiert nicht unbedingt über Nacht, man muss üben für die Dinge, die man sich wünscht. Und genau das ist es auch. Ja? Aber du kannst in dem Moment, wo du übst, in dem Moment, wo du den Entschluss fasst, mehr Selbstliebe in dein Leben zu integrieren, annehmen, dass du da bist, wo du bist. Und wenn du wieder denkst, oh, bin ich blöd, dann, ach stopp. Moment, der Gedanke dient mir nicht, ich denke jetzt was anderes und was Liebevolles mir selbst gegenüber. Und es ist okay, dass ich das gerade gedacht habe, kein Problem. Nimm dich an, mach dich nicht verrückt, das machen wir so oft. Wir wirklich verkloppen uns selber für irgendwelche Gedanken oder Dinge, die wir tun, ob uns auch selbst gegenüber, wenn wir dann diese Reflexion ne, haben und gucken, okay, ich will mir jetzt mal Selbstliebe schenken und dann schauen, was wir so denken. Mach dich nicht verrückt, das ist alles okay. Ja, alles, was passiert in dem jeweiligen Po passiert, passiert in dem jeweiligen Moment, ist in Ordnung. Aber einfach entscheide dich dann im nächsten Moment für etwas Liebevolleres. So, ja? Und in diesem Annehmensprozess liegt natürlich auch ein Wachstum. Klar, zu gucken, wie schaffe ich das, mich weiterzuentwickeln. Natürlich sind es durch diese Affirmationen, ja, diese positiven Sätze, so die positiven Glaubenssätze zu sagen, ich liebe mich, ich möchte mich lieben lernen zumindest. Wenn du dir das einfach gar nicht glaubst, ich liebe mich, dann ich möchte mich lieben lernen. Ich bin wunderschön, so wie ich bin, weil so bin ich gemacht worden, so bin ich geboren worden. Ich bin nicht so geboren worden, damit ich erstmal 50 Kilo abnehme und keine Ahnung was alles mache, sonst so viel Make-up auf mich raufkloppe. Nein, ich bin dafür gemacht worden, so geboren worden, damit ich so bin, wie ich jetzt bin. Ja? Und wenn ich mir die Haare färbe oder mich schminke oder sonst was mache, dann weil es mir Spaß macht. Ja? Und weil es mich, was mich erfreut und weil es meine die Seiten, die ich schön finde, an mir unterstreicht. Wunderbar. Ja, aber komm weg von dem, dich verändern zu wollen. Du bist dafür gemacht, so zu sein, wie du jetzt bist. Sonst wäre dein Körper anders. Ja? Und das ist auch okay, so soll so sein. Wir sind alle Unikate und so machen wir die Welt ja erst schön. Das ist ja genauso wie mit einem Job, wenn du jetzt dir vorstellst, alle Menschen wären jetzt plötzlich, sagen wir mal Model, ja? so ein Bild, was ja auch über die Medien kommt, wo manche Menschen dann, oh, ich will auch gern Model sein, als Beispiel. Ja? Und alle wären Model. Hä? Wo kriegen wir denn unser Essen her? Wo kriegen wir unsere Coaches her? Wo kriegen wir unsere Ärzte her? Wir brauchen ja eine Welt, in der wir alle uns entfalten, in dem, was wir mögen, in dem, was für uns besonders ist. Und genauso ist es doch mit dem Aussehen. Es bringt uns doch nichts, wenn wir alle genauso aussehen wie diese Frau auf dem Magazin. Dann haben wir doch überhaupt keine Vielfalt mehr. Dann geht ja genau diese farbenfrohe Buntheit. Heißt das Wort Buntheit? Naja, geht es auf jeden Fall verloren und das ist nicht schön, also das bringt es nichts. Ja? Wir wollen authentisch sein, Unikate sein, so wie wir sind und das ist es, was wir einfach nur lernen müssen, das anzunehmen. Ja? Und wenn du merkst, dass es irgendwie nicht reicht, Affirmationen zu sprechen und diese Gedanken zu haben, obwohl das ausreichen wird theoretisch, wenn du es jeden Tag machst und am besten 21 Tage am Stück, diese 3 Wochen brauchen wir, um wirklich in uns was tief zu etablieren. So, 4 Wochen noch besser. Und wenn du merkst, okay, es reicht mir nicht, okay, dann mach eine Meditation zur Selbstliebe oder eine schöne Yoga-Abfolge zur Selbstliebe. Oder wenn das alles nicht dein Ding ist, du denkst, nee, das ist nichts für mich. Kein Problem, finde was, was dir hilft, still zu werden, ruhig zu werden oder vielleicht spielst du ein Musikinstrument oder irgendwas, wo du merkst, okay, hier habe ich meine Zeit, hier komme ich für mich an und hier lerne ich mehr Zeit mit mir zu verbringen und mir was Gutes zu tun. Ja? Du kannst auch ganz viele kleine Sachen machen, nimm ein Bad oder mach dir was Schönes zu essen. So wie du jetzt, wenn du irgendwie ein Date hättest mit jemandem, da vielleicht was vorbereitest, eventuell, oder was zu essen bestellen würdest oder Blumen kaufen oder was auch immer du eben schön findest. Mach das für dich auch. Machst du sowas für dich schon?
Ja? Kochst du dir ein Essen nur für dich alleine oder was immer es ist? Ja? Nimm dir diese Zeit für dich selber, um dir einfach dieses Geschenk zu geben der Aufmerksamkeit und der Selbstliebe. Und der dritte Baustein ist so ein bisschen die schmutzige Wäsche waschen, finde ich aber auch unheimlich wichtig, denn es ist eine Sache, Affirmationen zu sprechen und positiv zu sprechen, das ist auch wunderbar. Aber damit allein verändern wir unser Leben nicht komplett, denn es wird immer diese schmutzige Wäsche geben, immer diese tiefen Glaubenssätze, die wir in der Kindheit erfahren haben oder durch unser Leben hindurch, wo wir einfach innerlich und unterbewusst dran festhalten. Das ist natürlich nicht bewusst, wir wollen nicht uns nicht gut genug fühlen oder was auch immer. Aber wir haben halt diese Glaubenssätze. Bei mir ist es zum Beispiel, ich bin wertlos. Ja, ich habe diesen Glaubenssatz, woher auch immer, aus der Kindheit, das ist, da trägt ja keiner Schuld dran. Ja, aber sowas passiert halt einfach und die etablieren sich so in einem drin und die kommen immer wieder hoch in Momenten, wo ne, ich vielleicht auch Ängste habe, wo ich mich nicht richtig gut fühle, wo ich Zweifel habe. Hat jeder Mensch, habe ich auch. Ist so, kein Problem, das dürfen wir auch annehmen, ja, aber dann eben auch zu gucken, okay, aber wie darf ich auch da mir mehr Selbstliebe schenken, wie darf ich das loswerden, wie darf ich das verabschieden, loslassen? Auch hier helfen wunderbar Meditationen, aber auch, ja, schöne Bücher zu dem Thema zu lesen oder Hörbücher oder auch Yoga zu machen oder aber du gehst tiefer, suchst dir irgendwo einen Coach oder irgendwie, mit dem du arbeiten kannst oder möchtest, es gibt ja wirklich 100 Millionen Möglichkeiten, was man machen kann. Und such dir da einfach irgendwas, was dir hilft, diese Glaubenssätze wirklich loszulassen, ja, und dich umzuschreiben. Also sozusagen, du musst dir das wirklich vorstellen, du bist so ein leerer Computer, wenn du geboren wirst und dein Programm wird langsam geschrieben mit all den Erfahrungen, mit all dem, was du erlebst. Und Selbstliebe ist leider etwas, was in der Kindheit nicht unbedingt am Anfang gleich geschrieben wird. So, oh, ich bin gut genug, ich bin so, wie ich bin. Leider nicht. Leider ist es oft in die andere Richtung, ja. Auch, aber leider ist es oft in die andere Richtung. Und da müssen wir uns einfach wieder umschreiben und wieder dieses Programm löschen, das alte Programm, und uns wieder umschreiben. Ich bin gut genug, ich bin wunderschön, so wie ich bin, ja. Das immer wieder dir zu sagen, aber auch anzunehmen, wo du bist, und im dritten Schritt aber eben auch die schmutzige Wäsche zu waschen und zu gucken, wie du da tiefer rankommst. Und ja, das sind eigentlich so meine drei Bausteine für mehr Selbstliebe. Wie ich das wirklich im Alltag mache, ist einmal, dass ich so eine Morgenroutine habe. Die ist nicht immer gleich, weil ich einen kleinen Sohn habe und dann komme ich nicht immer dazu, jeden Morgen gleich nach dem Aufstehen das zu machen, weil er einfach dann um mich herum wuseln würde. Aber wenn ich zum Beispiel ihn dann zur Tagesmama bringe oder sein Papi ihn dann hat, in dem Moment zu Hause, dann mache ich das. Und es ist ganz unterschiedlich. Ja? Ich meditiere oder ich mache Yoga, ich lese ein paar Zeilen in einem schönen Buch, was ich mag. Es sind immer zwei, drei Bücher, die ich sehr inspirierend finde dann zu dem Thema. Ich gönne mir einmal in der Woche Sauna, in etwa, aber also alle zwei Wochen mindestens. Und mache halt solche Dinge, die im Außen so sind. Ja? Aber ich achte halt wirklich in erster Linie auf meine Gedanken durch den Tag. Und ich mache wirklich ganz, ganz viel, um mich bewusst wieder in dieses Gefühl zu bekommen. Das ist wirklich wie so ein kleines Selbstcoaching. Und das wichtigste Tool, was ich da nutze und was ich dir in die Hand geben kann, ist, versetze dich in die Perspektive, dass du deine beste Freundin bist, dein bester Freund, deine Mama, wie auch immer. Oder stell dir vor, wie redest du mit deinem Kind, oder wenn du kein Kind hast, wie redest du mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund, deinem Partner? Wie hilft man dem jeweils anderen, an der sich richtig schlecht fühlt? Wenn der sagt, oh, heute fühle ich mich scheiße und das habe ich falsch gemacht und heute fühle ich mich hässlich und bla bla. Was sagst du zu dem, wenn der dein Herzensmensch ist, wenn du diesen Menschen liebst oder er super gern hast? Dann sagst du ja auch nicht, oh ja, finde ich auch so. Also im besten Fall jedenfalls nicht. Sondern du sagst ja auch, hey, hör doch mal auf, so zu denken, das stimmt doch gar nicht und das ist doch Quatsch. Und klar, weil du es nicht so siehst, ja. Weil wir selber uns oft so viel selbstkritischer sehen als alle anderen und das wollen wir wandeln. Und wenn du diese Perspektive einnimmst, ja, dass du dieser Mensch bist, der dich unterstützt in dem Moment. Stell dir vor, du bist deine beste Freundin. Oder wie würdest du mit deiner besten Freundin reden, wenn es ihr so geht wie dir? Welche Perspektive dir immer hilft? Und das ist so heilsam. Das hilft so sehr, weil du dann merkst, oh, huch, das würde ich nicht zu ihr sagen. Ich würde nicht zu ihr so reden und sie runtermachen. Natürlich nicht. Und dann solltest du es auch nicht mit dir tun, weil du bist immer mit dir zusammen. Du bist der erste Mensch, der dir Schaden oder was Gutes tun kann. Und natürlich darfst du und solltest du dich dafür entscheiden, dir was Gutes zu tun und dir Selbstliebe zu schenken. Das ist mein Video zum Thema Selbstliebe. Es ist mir so eine endliche Herzensangelegenheit. Deswegen nochmal tausend Dank, dass ich hier zu euch sprechen durfte. Falls euch das Video gefallen hat, beziehungsweise ihr mehr Interesse habt an meinem Kanal, kommt rüber zu Julia Spiritual Living und abonniert super gern meinen Kanal. Da findet ihr sehr viel mehr zu diesen Themen. Und ansonsten sage ich tausend Dank für eure Aufmerksamkeit. Ganz viel Liebe und Licht an euch und Namaste.